hier in Spananien. Zurück Grand Prix. Dem Qualifying hier mit Björn. Hier im Auto ja, und neben mir in der Kommentatorenkabine. Stell dich doch bitte einmal vor. Ja, Björn hier. Und ich freue mich, heute wieder dabei zu sein und mit dir dieses Highlight zu kommentieren. Oh, hier fuck in it. Spanien, oder wie die Spanier sagen, La Pista Micha. Das werden wir sehen. Hier geht's erstmal sehr schön durch die Kurven. Ja, wie Boris in Wimbledon ist Micha in Spanien bisher gefahren. Aber vielleicht hält ja diese Saison eine Überraschung bereit. Ja. Sehen wir erstmal aktuell die Pole-Zeit gesetzt von Micha. Geht Björn hier in den letzten Sektor mit der Schikane vor dieser Rechtskurve, in die richtig hinein beschleunigt wird auf Start und Ziel. Der ist noch einmal offen, geht er über die Linie und fährt die Topzeit 1:17.491. Ja, setzt sich hier auf Pole, aber Micha kommt ja noch. 3 Minuten sind es noch hier im Qualifying. Und guck mal, was er macht. Geht hier über Start und Ziel. Ist anscheinend aus der letzten Passage nicht optimal rausgekommen. Hat hier schon einen ganz, ganz minimalen Zeitverlust, den er jetzt sofort wettmacht. Muss aufpassen, dass er hier nicht abfliegt. Vollen Anpressdruck ausnutzen. Wahnsinnig schnelle Kurve. Extrem starke Querbeschleunigung. Körperkräfte. G wie der... Spezialitäten, Mann sagt, oder die Spezialitäten, Frau. G5, G4, G7, Gipfel. Ja, G8. Geh weg, das auch manchmal. Aber lassen wir das. Das ist jetzt hier der erste Sektor gewesen. Mit einer absoluten Bestzeit, der zweite auch mit einer absoluten Bestzeit. La Pista Micha wird hier wieder zur Arena Habermann. Wir gucken mal, ob er das im letzten Sektor auch noch bewahrheiten kann vor 100.000 Zuschauern, die ihm zujubeln. Unglaubliche Verbesserung hier. Eine halbe Sekunde schneller als vorher. Und das ist eine brutale Pole. 1:16.995. Eine brutale Pole. Mit 3 Zehnteln fast Vorsprung vor Verstappen, der hier noch vor Björn landet. Ein Red Bull im Mercedes-Sandwich. Da geht es auch schon los. Der Start bei Björn on board. Von Position 3. Auf der er sich jetzt noch gerade nicht halten kann. Vettel kann vorbeiziehen. Aber auch nur bis zur ersten Kurve. Kombination möchte man sagen, wo Björn sich den dritten Platz zurückerobert. Ja, den kann er auch halten. Sehr schön. Kommt jetzt hier auf Verstappen in der Kurve. Lässt sich ein bisschen raustragen. Und da können wir eigentlich mal rüber gucken jetzt, was Micha so gemacht hat. Der Polmann. Da wird ihm zugejubelt von der Tribüne. Sie lieben ihn hier in Spanien. Kommt gar nicht mal so schlecht weg hier. Kann auf der Pole bleiben. Wird leicht angeschoben von hinten. Aber kommt gut durch. Durch die erste. Möchte natürlich. Hier. Möchte Verstappen nicht schon wieder gewähren lassen, wie in Sandford. Oh, ärgerlich. Du sprichst es an. Hoffen wir, dass das Wetter in Spanien keine Überraschung bereithält. Ja. Aber gehen wir direkt wieder rüber zu Björn. Der hier auch an Verstappen vorbei möchte. Oh, warum passiert mir das immer? Oh nein. Bald hier ganz vorsichtig wieder. Kein Highspeed-Unfall verursacht. Das ist ja auch mal was.
keine Strafen. Behaupte einfach das gleiche muss wie gestern. Auch aufpassen. Ordnet sich hinter Ocon ein. Und Micha geht jetzt hier. Und beendet seine erste Runde mit einem passablen Abstand von guten 9 Zehnteln. Versucht hier natürlich aus dem DRS-Fenster rauszukommen. Nach der zweiten Runde wird es aktiviert. Ei. Und hier auch in der zweiten Runde hat er nicht mehr allzu viel Vorsprung, hat ein ganz bisschen Zeit verloren. Max Verstappen fährt ja auch die schnellste Runde. Und der ist nun aktiviert. Das Feld, schön zu sehen, noch eng beieinander. Oh, und hier kommt er weit raus. Dreht sich. Rutscht zurück auf die Strecke und verursacht einen riesigen Unfall. Einen Highspeed-Unfall mit Leclerc. Der ganz bitter. Erstaunlicherweise relativ gut weiterkommt. Und Micha jetzt vollkommen von der Rolle. Kommt gar nicht zurück auf die Strecke. Mittlerweile so weit rausfahren lassen. Viel gewähren lassen. Die zweite Verwarnung jetzt für Kollision. Ja, war es das halt eben. Hat sich eingeordnet. Sehr ärgerlich. Ja, und Ende Runde 3 sehen wir dann jetzt den Angriff auf Ocon und sehen, wie schnell der Renault ist hier auf der Geraden. Sehr überraschend. Fuck! Hier sehen wir das mal aus Jörns Perspektive. Da dreht er sich. Oh, da gut reagiert! Und konnte gleichzeitig auch noch an Ocon vorbei. Ja, das ist Schützenhilfe mit ein bisschen Verlust auf der Seite von Micha, möchte man dann sagen. Zu dem wir jetzt hier gleich wieder zurückgeben. Versucht jetzt natürlich mit Wut im Bauch, möchte man meinen, an Kevin Magnussen vorbeizukommen. Ja, das findet der Kevin jetzt hier gar nicht gut, dass er überholt wird. Das mag er allgemein nicht so gerne. Kämpft auch. Möchte den 16. Platz hier nicht einfach preisgeben. Muss ich aber dahinter einordnen. So, next stop Giovinazzi. Wir sind in Runde 5 und Micha peilt den Alpha an, setzt den späten Bremspunkt und geht hier gekonnt vorbei. Unmöglich. Hinter Stroll. Lance Stroll. Nur in der Formel 1 wie sein Vater, möchte man meinen. Ganz aggressiv fährt er da hinten drauf, kassiert die dritte Verwarnung, kann vorbeigehen. Ein Wunder, dass er nicht wieder Platz machen muss und die quasi den Platz zurückgeben muss. Ja. Und ist jetzt schon bei Ricardo. Hier wieder der späte Bremspunkt. Gerne genommen diese Stelle heute von Micha. Und das sehen sie natürlich gerne, die Fans, dass er sich hier von hinten nach vorne durcharbeitet. Hat allerdings, wie wir gerade mitbekommen haben, schon bei der Box Bescheid gesagt. Möchte gleich sich ein neues Paar Schlappen abholen. Relativ früh, aber vielleicht möchte er einfach auch den Verkehr jetzt dann auch mal loswerden. Ja, und der Dreher wird natürlich nicht dazu beigetragen haben, hier lange draußen zu bleiben, zu können mit den weichen Reifen. Ja, viel Abrieb. Und so kann er dann auch das Alpha Tauri Doppelpack vor ihm einfach erstmal ignorieren und hier in die Box fahren. Hart oder Medium, das ist hier die Frage. Oder sogar Soft. Das klingt wie eine Talkshow. Hart oder Medium? Entscheidet sich hier für die Medium-Reifen. Wird also höchstwahrscheinlich noch einmal an die Box kommen. Kann mir nicht vorstellen, dass er diese 26 Runden damit absolvieren wird. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Relativ lange Standzeit wieder, 2,9 Sekunden für Mercedes, doch vielleicht ein bisschen viel. So, und hier sehen wir Björn direkt hinter Norris. Diverse Fahrer waren auch schon in der Box, deswegen er hier schon
auf Platz 2 vorgerückt. Muss natürlich auch noch. Ist die Frage, ob er jetzt reingeht oder Norris geht da rein. Lässt er auch erstmal. Lässt er Norris erstmal und genießt noch ein bisschen die freie Fahrt, um vielleicht noch ein bisschen Zeit gut zu machen. Ja, wird jetzt wahrscheinlich versuchen, einiges rauszufahren. Und hier sehen wir Micha, letzter im Feld. Kommt wieder weit raus in dieser Kurve. Ja, sieht auch nicht so aus, als wären Perez und Latifi hier schon an der Box gewesen. Oh, da setzt er sich dazwischen. Ah, wirklich sehr passgenau da eingeparkt. Leicht ja, ausgesucht. Jetzt dürfte Sergio Perez dann auch fällig sein. Ja, mit der S sollte das möglich sein. Er macht hier keinen Platz, der Mexikaner. Schafft reicht es trotzdem. Genau, innen vorbeizugehen. Next Stop Ocon im Renault. So, Runde 9. Björn hat 9 Sekunden Vorsprung rausgefahren. Geht jetzt auch an die Box. Soeben die 80 erreicht. Und holt sich hier harte Reifen. Jetzt habe ich wieder meine Ampel. Möchte also das Rennen wahrscheinlich. Vielleicht sind das irgendwelche Restriktionen, aber eigentlich müssen wir ja hier mehr Restriktionen so haben als in einem anderen. Wo wird er sich einsortieren? Keine Ahnung. Ja, hinter Norris. Da, wo er auch dann die Runde zuvor noch gewesen ist. Sainz hängt jetzt hier im Heck. In der Runde 10 könnte dann jetzt ein Angriff kommen. Flügel ist auf. Norris an Magnussen vorbei. Björn auch. Oh, das wird den Magnussen ärgern. Jan Norris ran. Runde 10. Micha jetzt näher dran an Ocon. In Schlagweite holt aus. Und schmettert hier am sammelt Verwarnungen. Aber noch ist nichts passiert. Ah, muss aber so langsam aufpassen. Das gefällt den Stewards bestimmt nicht. Ah. Grosjean könnte er hier dann auf der... Kommt hier gut raus. Und wird mit Leichtigkeit am Haas vorbeigehen. Der noch versucht zuzumachen, aber keine Chance hat. Und somit ist Micha vorgerückt auf Platz 15. Oh, in dieser Runde, und? 11. Runde, Bestzeit im ersten Sektor, Bestzeit im zweiten Sektor. Oh. Och Mann, wie langsam sind die denn dann? Och Kacke. Oh, beschwert sich hier. Im Teamradio große Aufruhr und jetzt sieht er hier vielleicht seine Chancen schwinden, seine Zuschauer zufriedenzustellen, seine Fans. Am Rand der Strecke. Aber noch ist hier gar nichts gelaufen. Wir gucken erstmal, ob Björn jetzt hier den McLaren auf der Geraden kriegt. Aber das sieht ganz gut aus. Na, auf jeden Fall schafft er es. Und schiebt sich damit auf Platz 11. In der Hoffnung, dass da vorne noch ein zweiter Pitstop eingelegt wird von den anderen Fahrern. Und hier ist schön auf den harten Reifen aus der Kurve raus. Three wide. Fast. Oh, geht dann Leclerc vorbei. Sehr sauber, sehr schön. Und oh, Leclerc wieder da.
Der Monegasse wehrt sich, aber richtig. Gut, Jörn, hier ganz fair. Ganz fair und vorsichtig. Nicht so aggressiv wie sein Teamkollege. Und im Teamradio haben wir gerade gehört, we are expecting rain. Auch hier also. Wir wissen, was das in Sandford bedeutet hat. Das war ein herber Rückschlag. Vielleicht haben sie dazu gelernt, werden dieses Mal auf Intermediates oder Regenreifen wechseln, aber das war in Sandford auch keine Option mehr. So kurz vor Schluss. Jetzt hat Leclerc hier auch DRS. Das müsste eigentlich Giovinazzi dran glauben, aber es sieht noch nicht so aus. Schöner Kampf hier mit Leclerc. Noch nicht mal die Hälfte rum. Über mehr als eine Runde schon. Jetzt kann Leclerc nicht mehr rechts raus. Und das nutzt er schamlos aus. Ah, jetzt geht Leclerc nach. Kann Giovinazzi sich halten? Confirm change. Sieht nicht so aus, als würde er das nächste DRS-Fenster vor Björn bleiben können. Ja, wahrscheinlich überlebt er das jetzt nicht. Kommt hier auch sehr gut raus, der Mercedes-Fahrer. Und ist an dem Giovinazzi vorbei. Alfa Romeo. Da gehen wir mal rüber zu Micha. Wo ist er? Auf Platz 19 und jetzt wieder dran an Sergio Perez. Der Racing Point auch extrem weit hinten. Und mit Leichtigkeit. Och, hier, George Russell gleich noch mit. Packen Sie es ein, nehme ich mit. Wie eben schon einmal erwähnt, hier höchstwahrscheinlich mit einer großen Wut im Bauch. Ja, das eine seiner Lieblingsstrecken. So herzlich. Findet er sehr wahrscheinlich nicht gut. Nein. Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Gerade hier, ja. Aber zurück zu den Punkten. Björn mittlerweile auf Platz 9. Oh, und jetzt sehen wir Ricardo und Stroll im Pit. Gasly im Pit. Spült ihn vor bis auf Position 5. Und eine Runde später geht er auf die Gerade. Und jetzt geht auch Kwiat rein. Das heißt, Platz 4 und Micha auf Platz 10. Scheint, als hätte er auch von dem einen oder anderen Boxenstopp profitiert. Auch hier Giovinazzi drin. Quer drin. Ja, ist die gleiche Situation wie gerade. Einmal noch aus Michas Sicht. Kann die auch passieren. Das heißt, Micha ist gar nicht so weit weg von Björn. Fährt jetzt hier hinter Sainz, der allerdings wahrscheinlich auf den frischeren Satzreifen. Oh, und Norris. Er muss aufpassen. Wenn er so weiterfährt, wird er eine Strafe kassieren. Runde 19. Zu Björn. Alex Albon hier. Und Sebastian Vettel geht rein, das heißt, Alex Albon und Björn sind jetzt vorne. Podium, würde ich sagen. Podiumkurs für Björn. Oh, wie gerade von dir erwähnt, hier zu sehen, Micha wirklich nicht so weit entfernt. Nein. Geht hier kann hier auch. Unglaublich, und das nach solchen Fehlern. Ja, da sehen wir seine Passion hier für diese Strecke und hier dann doch nochmal einen rauszuholen. Runde 20 und jetzt geht Alex Albon in die Box und das heißt für Björn, er führt das Rennen an. Bekommt über Boxenfunk mitgeteilt, er sollte diese Runde auch an die Box gehen.
Ja, und das werden wir jetzt auch bei Micha sehen. Er wird jetzt diese Runde reinkommen, Mutig. um seinen letzten Satz Reifen abzuholen, obwohl der Himmel auch schon grenzwertig aussieht. Ja, ich denke, er hofft, dass es dann doch nicht regnet. Sollte ihm auf jeden Fall nicht noch einmal passieren wie in Sandford. Wir werden nicht müde, es zu erwähnen. Ja. Auf den Slicks durch den Regen zu fahren. Absolut sehenswert, das Sandford-Rennen. Möchten wir gerne nochmal darauf hinweisen. So, Micha jetzt. Position 8, Position 9, 10, 11. Muss also noch etwas arbeiten, um wieder in die Punkte zu kommen. Ja, hat sich aber jetzt wieder die klebrigen Schlappen angezogen. Und möchte tatsächlich 12 Runden damit fahren. Das ist auch mutig, sage ich mal. Mutig, mutig. Jetzt hat er Leclerc nochmal angeschoben. Nochmal. Nochmal. Lance Stroll nimmt er gleich mit. Next Stop, Danny Ricciardo auf 8 mit den harten Reifen. Davor Räikkönen, Position 7, auch die harten Reifen. Uiuiui, das war nicht schlecht. Sehr spät gebremst. Ricardo in die Knie gezwungen und jetzt Kimi Räikkönen. Weltmeister aus, ich glaube 2008, wenn ich mich richtig erinnere, Auf jeden Fall schon im lange Ferrari. dabei. Ein Aber erfahrener macht. Mann. Ja, aber auch hier sehr langsam in der Kurve, sodass Micha da aufläuft. Wir sind in Runde 22. Position 6 hat er schon wieder inne. Kommt jetzt hier aus einem sehr guten ersten Sektor. Auch eine Bestzeit im zweiten Sektor. Wir wissen, wie das eben geendet hat, mit einem Dreher. Bleibt dieses Mal Ja, auf der Strecke. kann sich die Bestzeit holen. Setzt auf jeden Fall alles dran. Und fährt eine 1:19.272. Ja, ganz stark. Runde 24. Björn jetzt 14 Sekunden vor Max Verstappen. Ja, ich habe extra anstatt den Mediums die Soften noch mal drauf gemacht, gebrauchte. Und Kann jetzt eine nicht mehr Runde so lange fahren später damit. fängt es an zu regnen. Wir sehen die Tropfen, jawohl. Jetzt wird es spannend. Wann kommt wer wie an die Box und holt sich welche Reifen ab? Runde 26. Vielleicht hat Micha aber auch wirklich damit gerechnet und wollte mit den soften Reifen dann nochmal ein bisschen Zeit rausfahren und den Punkt für die schnellste Runde abgreifen. Auch keine schlechte Strategie. Ui. Schießt hier gefährlich an Kwiat vorbei und wird auch nochmal Hat er gereicht. angestupst von hinten. Ja, 12 Sekunden auf Verstappen, Runde 27. Bis jetzt noch keiner die Reifen gewechselt. Aber jetzt. Björn macht den Anfang. Fährt an die Box. Scheint schon sehr rutschig zu sein. Was Ist der machen die Erste. Nachfolgenden? Der Erste, der hier im Rennen auf Intermediates wechselt. Oh, hat jetzt hier Verkehr. Strange. Aber auch Verstappen, Was? Vettel, Ich Albon, bin alle an der groß Box. gefahren. Wie hat er das mit der Kupplung nicht gecheckt? Weiß nicht. Nein, nicht wahr.
Da fragen wir uns, muss Micha noch eine Runde draußen bleiben? Nein. Na, sieht nicht so aus. Er kann reinfahren, das Team ist schnell genug, auch für ihn einen neuen Satz Reifen rauszukramen. Was? Gucken wir uns jetzt direkt an. Man sieht auch, da ist ja wirklich gar kein Grip mehr vorhanden. Ja gut, dass es zeitlich passt. Da kann die Boxencrew gleich stehen bleiben. Und Micha die alten Reifen von Björn raufziehen. Natürlich nicht, der kriegt auch frische Intermediates. Oh, das hat sehr lang gedauert. Eventuell doch. Der ein oder andere Mechaniker hier mit leichter Verzögerung durch den vorherigen Boxenstopp. Aber das sollte kein Problem sein. Kommt hier raus auf Position 6, wie es aussieht. Vor ihm Lando Norris mit Medium-Reifen. Dürfte fast schon diese Runde kassiert werden. Ja, es dürfte Lando Norris eigentlich nicht überleben. Und da sehen wir jetzt auch schon, nach einer halben Runde. Ordentlich Geschwindigkeitsüberschuss. Kann er vorbeigehen? Kann er mit den Trockenreifen überhaupt nicht mithalten. Kann er. Ein Abstimmungsproblem bei McLaren? Fragezeichen. So, gleich noch 5 Runden zu gehen. Und wir sind gespannt, was die beiden Mercedes-Piloten dieses Mal im Regen mit passender Bereifung so aufs Parkett zaubern. Ja, wir sehen 3 Runden noch für Björn und 6 Sekunden Vorsprung auf Max Verstappen. Micha geht hier an derselben Stelle, in derselben Runde übers Ziel und hat noch 10 Sekunden bis Alex Albon. Ich glaube, er wäre gut beraten, jetzt das Ding sicher nach Hause zu fahren, nicht zu overpacen, keinen Fehler zu machen. Ja, jetzt sind es noch 2 Runden und Max Verstappen ist noch näher rangekommen an Björn. Kann das noch gefährlich werden? Ja, 2 Runden zu gehen. Ei. Verstappen hier nochmal eine Sekunde näher gekommen. Vielleicht wird es dann doch noch interessant, aber das ist jetzt die letzte Runde. Vielleicht möchte Björn dann auch wirklich hier nichts mehr wegschmeißen und fährt umso vorsichtiger. Ja, die 4,5 Sekunden sollte er sich dann nicht mehr abnehmen lassen. Ja, und Micha scheint hier auch auf einen sicheren 5. Platz zu fahren, wenn hier nichts Grobes mehr schief geht. Wieder rüber zu Björn. Geht hier in den letzten Sektor. Und wir sehen nur noch 2,5 Sekunden Abstand. 2 Sekunden. Max Verstappen sehr schnell hier im Regen. Da gibt der aber Sieg aus Sanford wahrscheinlich einen gewissen Ansporn, aber das kann er nicht wiederholen. Björn, es reicht über die Linie und es reicht für den Sieg. Und Micha, der sich hier mehr erhofft hat, aber sich großartig bis auf Platz 5 vorgekämpft hat. Glückwunsch. Kann nun das Rennen werden. Jetzt auch. Über die Linie. Oh, und die Zuschauer haben entschieden, Kimi Räikkönen hat eine herausragende Persönlichkeit. Voll ärgerlich, ja. Da reckt er den Pokal in die Luft. Vollkommen verdient. Das ist natürlich für die WM-Wertung ein kleiner Sprung jetzt für Björn. Und das erste Mal könnte es sein, dass Sebastian Vettel in dieser Weltmeisterschaft nicht mehr führt. Oh, dann dürfte jetzt Vettel zwischen uns sein. Jo. Noch einmal ein Blick auf das Rennergebnis. Björn ganz vorne. Micha mit der schnellsten Runde. Und WM. Doch ist
Sebastian Vettel auf Platz 1, Björn auf 2, Micha auf 3. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns in Monaco. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.